Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit der Tier Challenge und den Seleukiden. Wir sind gerade dabei, Jerusalem schon wieder zu verteidigen. Und das ist aber ganz, ganz cool, dass der uns gerade angreift. Weil, weil er nämlich so die seine Stadt im Freien lässt, quasi unbeaufsichtigt, und meine zweite Armee ist quasi mehr oder weniger schon fast vor seinen Toren. Deswegen denke ich mal, dass es richtig, richtig gut ist, dass er uns jetzt hier angreift und dass ich nicht die, also das ist nicht die Hauptarmee, sondern da kommt noch eine Fullstack-Armee. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr nice sein, dass er gegen uns kämpft. So, die lasse ich mal hier, weil das ist mir zu gefährlich. Genau, hier können noch eine Gruppe rauskommen. Und hier hinter ihm. Die Kamele sind da. Okay. Dann let's go. Ich versuche mal, das wieder schnell zu machen, bevor sein Freund kommt. Okay, ja, jetzt kommt schon seine Verstärkung. Also die jetzt noch abzufangen ist eigentlich unmöglich. Die kann ich jetzt nicht mehr abfangen. Fühlung. Schnell. Die Männer warten. So, schnell da rein. Schnell da rein. Schnell dahin.
Ah, das ist doof, dass er das dir das jetzt so gemacht hat. Also, das ist ja viel zu klein hier. Das ist viel zu klein. Okay, kann man hier Bogenschützen? Wir müssen eigentlich hier hin. Ja, ihr kümmert euch mal um den Wumms hier. Genau, bitte mit anstürmen. Ihr kümmert euch darum. Darum. Das ist nicht gut. Das ist sehr gut. Jetzt werden die gecatcht. Da. Okay, das ist gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Bisschen anstrengend. Auf jeden Fall braucht die Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Auf jeden Fall brauchen die jetzt eine große Pause. Gut. Uiuiui. Auf jeden Fall extrem erfolgreich. Würde ich mal sagen. Klar, wir haben einiges verloren, also die Kamel-Bogenschützen haben wir auf die falsche Seite gesetzt. Aber das können wir ja am Anfang nicht wissen. Na gut. Knapp 1100 aufgestellt und fast 500 verloren. Okay, das war knapp. 400, 200, 205. Ja, doch. Der hat niemand getötet. Jolo. Okay. Bin mal gespannt, ob bei mir alle überlebt haben. Ja, alle bis auf einen Söldner. Was total in Ordnung ist. Okay. Also Armenien mit ihren blöden Agenten hier. Alter. Nerv. Okay, ein gegnerischer Streiter hat einen Soldaten. Das ist in Ordnung. Rang erhöht. Der Name eures Untertanen ist in aller Munde, schon wieder. Machen wir das mal zuerst. Also, ein Lama, der in Epidauros geheilt wurde, tanzt durch die Straßen. Die Leute verlassen ihre Häuser und Arbeit, um ihn auf seiner Pilgerreise zu ehren, der Götter zu folgen, ihn zum Schweigen bringt. Wunder, Frohlockt halt diesen Mann und müssen ihn verschwinden lassen. Ja komm, wir unterstützen das. Okay, wir haben fast wieder
wir sind fast wieder positiv. Das ist wunderbar. Das ist richtig, richtig nice. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Der da. Ah, und ich werde wieder geheilt. Oh, herrlich. So, das ist wirklich wunderbar. Ich mach mal einfach das da. Hier mache ich nichts. Das könnte ich mir sogar leisten. Dieses Gebäude steht auch immer auf Rektion nicht zur Verfügung. Ihr esst nicht all seine Vorzüge. Ja, also das ist momentan wurscht. Okay. Okay, gut. Okay, erst nächste Runde kann ich da hin. Das ist schade, aber okay, das ist jetzt so. Antiochia ist momentan nicht gefährdet. Deswegen gehe ich hier mal wieder rein. Oh krass, die Logistik habe ich ja komplett fertig. Dann mache ich mal, glaube ich, Baukosten, Unterhaltskosten für alle Einheiten außer Söldner. Gut, dann mache ich das da. Jetzt habe ich ja gerade nicht geschaut, wie viel das mir jetzt Boni gibt. Aber irgendwie war ich doch gerade besser dran, oder? Irgendwie hatte ich doch gerade... Oder bin ich gerade doof? Könnte auch sein. Könnte auch passieren, dass ich doof bin. Hier, das mache ich nicht, weil das gibt mir gerade nichts. So. Du? Siedlungssabotage. Aber Siedlungssabotage, Auskundschaften, nee, das. Ja, steh mal Nahrung. Okay. Gut. Ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns. Also klar, wir müssen jetzt. Ja, also das Schlimmste hinter uns ist ein bisschen voreilig, das stimmt. Aber es geht jetzt auf jeden Fall wieder. Also die letzten Folgen hatte ich echt ein bisschen Bange. Was eigentlich echt interessant ist. Weil das Handelsroute sagt gerade hier. Junge Pilger. Genau, aber ja, das ist ein gutes Omen. Für öffentliche Ordnung. Das ist natürlich super. Okay. Oh nein. Das ist eine gute Armee. Das ist leider eine gute Armee. Wieso habe ich jetzt hier wieder ein Minus? Sie sollen vor uns niederkommen wie eingesperrte Hunde. Geh mal mit ihr hier hoch. Mit dir gehe ich dahin. Gut geheilt sind die auch nicht. Ich weiß halt nicht, wie krass die Armee ist. Also, wenn's. Also. Das könnte halt auch eine Kavallerie sein. Alles Blutkavallerie ist halt auch eine gute Kavallerie.
Also mindestens 3 Pikiniere. Ich würde es auf 4 schätzen und dann 2, 3 pontische Schwertkämpfer und der Rest bis hier ist Speerkämpfer. Und dann das da sind Fernkämpfer. Uiuiui. Eine Runde. Also wenn er noch eine Runde warten würde, wäre das genial. Aber das macht er bestimmt nicht. Ich mach das diese Runde. Ich muss das diese Runde machen. Okay, ist sogar ganz gut gegangen. Ist sogar gut gegangen. Okay. Ja. Also das habe ich jetzt gemacht, weil ich Geld gebraucht habe für das da. Mach jetzt einfach mal das, ja, auch wieder die als wie bauen ist nicht möglich. Warte mal, was erforsche ich denn gerade? Nahkampfabwehr, Moral. Wow. Ich habe hier ja gar nichts erforscht. Junge, Junge, Junge. Da muss ich aber jetzt mal anfangen. Minus Baukosten, Nahrung, Korruption weniger. Ist natürlich auch gut. Gut, so, also das da baue ich noch nicht aus. Hier hinten, ah, die Zisterne, ja, ja. Okay. Hier würde ich dann Forschungsrate, öffentliche Ordnung, Ruhestand. Die sind halt auch so teuer. Erstmal. Achso, muss ich abreißen. Einkommen, Nahrung, Unterhalt, Erfahrung für alle neuen Agenten, Wohlstand durch lokalen Handel. Okay, ich mach das da. Gut. So, Sodela. Gut. Nächste Runde habe ich wieder kein Geld. Aber ich bin auf jeden Fall nicht auf Minus. Hier bin ich extrem gespannt. Da bin ich doch extrem gespannt.
der mich jetzt angreift. Aber ich denke, er wird mich jetzt angreifen. Was anderes würde nicht wirklich Sinn machen, ja. Okay, also, Alter, der hat halt 5 Pikiniere. Aber er hat nur einen Schwertkämpfer. Also die Speerkämpfer kann man weglassen. Speerträger hat er auch nicht viel. Ja, nun. Da muss ich auf jeden Fall wieder raus und ihm entgegentreten. Da muss ich ihn entgegentreten. Okay. Entschuldigung. Upsi. So. Also meine Hoffnung ist, dass er natürlich hier komplett angreift und ich ihn dann so einkesseln kann. Also ich werde die Elefanten komplett hier aufstellen und die Kataphrakte werde ich hier hinstellen. Also quasi mit der Intentiona ihn so einzukesseln. So, ich lasse ihn mal ein bisschen zu mir kommen. Nicht zu mir, nicht dahin, nicht dahin. Na gut. Also die, das sind nicht so das Problem. Klar, die haben eine sehr gute Durchschlagskraft, aber die Fernkampfkavallerie kann halt ziemlich böse werden. Okay, Pikiniere machen hier zu, das ist nicht gut. Jetzt lass mich da durch. Okay, Elefanten sind schon mal durch. Unser General wird angegriffen. Schnell weg da, schnell, schnell, schnell. Gut. Bitte weiter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ah, das ist in Ordnung. Ist zwar schade, aber verständlich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist okay, ihr seid mal jetzt mal raus da.
Weil... Gepanzerte Elefanten! Ich kann nicht... Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja. Die war doch schon draußen. Gepanzerte Elefanten! So, ich muss halt jetzt schauen. Dass ich die Pikiniere ausschalte. Gepanzerte Elefanten! Sehr schön. Das ist gut. Du bist auch wieder heil. Das ist sehr schön. Okay. Natürlich jetzt blöd, dass er sich hier aufstellt. Ne? Gepanzerte Elefanten. Also wie viele hat der noch? Er hat noch 1, 2, 3. 3 Pikiniere, okay. Okay. Da muss ich halt jetzt schauen, dass ich ihn irgendwie hoffentlich rauslocke. Weil Fernkämpfer hat er nicht, halt nur die Speerwerfer. Ich schick mal den einen vor und versuch mal den ein bisschen zu triggern. Genau, schön. Er ist auf jeden Fall getriggert. Und jetzt raus da. Wunderbar. Ich muss ja jetzt ein bisschen langsam spielen, leider. Weil ich muss die halt gut ab... gut abschlagen. Schade, dass sie keinen Brand, also Feuerschuss machen können, weil die sind ja alle sehr angeschlagen. Mit denen kann ich jetzt angreifen. Sehr schön. Ich glaube, mit dem General gehe ich mal in die Richtung. Das wird knapp. Zurück. Eure Befehle, mein Herr. Gepanzerte Elefanten. Wie lauten eure Befehle? Die wollen jetzt wirklich rein, ne? Okay, dann gehen wir jetzt rein. Dann gehen wir rein. Gepanzerte Elefanten. Rümmeln Sie die Uhr!
eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Wieder raus. Das war, glaube ich, ein ganz gut, dass ich relativ schnell. Dass ich relativ schnell die. Den General bekommen habe. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, da ist nur noch einer. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hat er jetzt nicht mehr regiert. Gut, Pyrrhus Sieg, 450, 470, 1,3, 99. Ja, läuft. Ja, an sich hätte ich sehr gerne noch ein bisschen weiter rausgezogen. Aber solange der überlebt hat, Alter, jetzt in dieser Mal schon Rang 6, das ist halt so gut. 1300 bekommen wir dafür. Vielen, vielen Dank. Nehmen wir sehr gerne an. Oh. Gut. Edler Tod. Donner. Okay. Minus. Ja. Der ist gut. Der ist nicht gut. Ja, mit Steuersatz ist das eigentlich gut. Minus Chance, Kinder zu bekommen, ist eigentlich nie gut. Okay. Mission erteilt. Besiege folgende Armee. 9 Runden. Natürlicher Tod. Mission fehlgeschlagen. Belagerung. Okay. Also gut. Ja. Wir haben jetzt 2300. Verstärkung kann ich eigentlich immer gebrauchen, aber erstmal hier aufbauen. Also der bekommt einen Tempel und der bekommt Handel. Ich würde Militär sogar sagen, einfach damit wir das zustopfen, damit da kein Elendsviertel entstehen kann. Mazaka ist frei. So, wäre frei, falls ich da irgendwas ins Auge fassen würde. Okay, Quitri geht komplett weg. Ich hoffe, dass er es nach da geht. Dann kann ich nämlich eine von denen wahrscheinlich dann will ich Donner nehmen. Ich würde, glaube ich, Donner nehmen. Oder erst kam das Beben und dann kam der Donner. Naja. Auf jeden Fall würde ich hier dann auch sehr schnell weitermachen. Und Salamis müssen wir auch machen. Und hier auf jeden Fall mal scouten. Okay, die 501. die braucht natürlich wieder Einheiten. Könnte den eigentlich auch die. Ja, die Elefanten brauchen die eigentlich nicht. Also es sind halt
sind halt gepanzerte Elefanten. Aber die haben halt ja schon Rang 7, also die sind schon ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall würde ich dann mit denen Abstecher nach Antiochia wieder machen und da Einheiten rekrutieren. Die Frage ist, wohin die gehen. Also die da werden auf jeden Fall hier die Stellung halten. Also wenn sie dahin gehen, selbst schuld. Sind halt 1:1 die gleichen Einheiten, ne? Also die gleichen Armeen. Wirklich 1:1. Aber ja. Also auf dem Feld werden die ganzen Blankler-Kavalleristen ein Pain in the Ass. Aber hier, jetzt, wenn sie hier angreifen, dann ist das nicht schlimm. Okay, dann auf jeden Fall würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir machen jetzt hier Schluss. Und ja, wir sind fast wieder so groß wie vorher. Wir haben, ja, wir haben quasi das da dazu bekommen. Wir haben das da verloren und die beiden verloren. Also, ja, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr habt einen wunderbaren Tag. Tag, meine ich. Naja, bis dann. Bye, bye.